Ingenieurwesen an der Universität Paderborn. Mir persönlich gefällt in diesem Studium besonders diese Vielfalt der Themen, weil ich es als sehr wichtig empfinde, dass es Ingenieure gibt, die genau diese Kombination zwischen Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften im Studium bereits lernen. Und der Vorteil, besonders hier in Paderborn, ist, dass die Studenten die Vorlesungen Maschinenbau zusammen mit den Maschinenbaustudenten hören und die Vorlesungen aus dem Bereich Chemie und Physik zusammen mit den Chemiestudenten. In diesem Sinne sind Chemieingenieure auch immer Brückenbauer zwischen den Maschinenbauingenieuren auf der einen Seite und den Naturwissenschaftlern auf der anderen Seite. Der Beruf des Ingenieurs hatte für mich schon immer was mit Technik zu tun und die Technik hat mich immer begeistert. Der Bereich Maschinenbau enthält traditionelle Disziplinen wie Mechanik, technisches Zeichnen und Wertstoffkunde. Dabei bieten die gute Ausstattung und aktuelle Forschungsprojekte eine hohe Praxisnähe, auch über die Fakultätsgrenzen hinaus. Also das ist nicht nur Theorie, sondern man arbeitet ja auch mit den Stoffen, mit den Geräten. Und so kann man sich halt das, was man in der Theorie lernt, durch die Praxis kann man sich das besser einprägen und man kann sich das auch besser vorstellen. Den Chemieingenieur interessieren vor allem Prozesse der Stoffumwandlung. Diese Kenntnisse werden während des Studiums im Labor gesammelt, um später in der Industrie Anwendung zu finden. Was Paderborn auszeichnet, ist ganz bestimmt diese enge Verbindung zwischen Studierenden und Lehrenden mit dem Slogan klare Linie, kurze Wege. Es ist natürlich auch wichtig für uns, dass wir regelmäßig Rückmeldungen bekommen, wenn es mal Probleme im Studium gibt, damit wir auch rechtzeitig helfen können. Für das Studium zum Chemieingenieur sollte man mitbringen Interesse an Chemie, Mathe und Physik, Spaß an praktischer Arbeit, Teamfähigkeit und vor allem Lust, Probleme zu lösen.